So, okay, Leute, bevor wir gleich loslegen, hier auch für euch nochmal die Info, Leute. Level Up hat es schon angeteasert. Ab morgen für die Leute auf YouTube, ab heute 18 Uhr, gibt es bei Level Up die Halloween Edition. Geschmack saure Kirsche mit dunklen Früchten. Ich habe sie schon probiert. Sau lecker. Sehr, 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 sehr geil. Und das Ganze wird natürlich auch mit einer geilen Aktion in Kombination kommen, nämlich 3 für 2. Mit dem Code G-Time spart ihr dann auch nochmal ein paar Prozent on top drauf. Könnt euch 3 Dosen aussuchen zum Preis von 2. Da kann man auf jeden Fall gerne zuschlagen. Also wenn ihr supporten wollt, die Leute im Chat, Ausrufzeichen Level Up. Und auf YouTube, wie immer, der Link ist in der Videobeschreibung. Code G-Time. Danke für euren ganzen Support, Leute. Ja, Leute, willkommen zum neuen Craft Attack Update Video. Wir haben noch immer den Open End Livestream am Laufen. Und das Glücksrad hat auf die Gesichtsmaske gezeigt. Und genau in dem Moment wollte ich gerade ein Craft Attack Video für euch aufnehmen. Und ja, wir gehen auf den Bauserver. Denn hier spielt sich alles Wichtige ab. So, wir sind immer noch an der Lobby dran, wie ihr sehen könnt. Ja, alles im asiatischen Stil, so wie meine Gesichtsmaske. Ich bin ein Panda und das Bauteam ist gerade fleißig dabei, die Lobby weiterzubauen. Und das hier ist das riesige Tor, was ich mit Trimax ja bauen will. Und ich hatte eigentlich ernsthaft vor, in diesem Video jetzt mit euch mal zu gucken, wie viel wir von welchen Blöcken ungefähr benötigen. Damit wir mal ungefähr eine Anzahl haben, was wir so farmen müssen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf den Vorbau-Server. Nee, wir müssen gar nicht auf den Vorbau. Wir müssen auf die Main-Lobby-Assets. Und da müssen wir jetzt hier das einmal einscannen und gucken, wie viele Blöcke wir brauchen. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt nicht die anderen Sachen mit reinnehme. So, zack. Dann gehen wir jetzt hier hinten runter. Ja, müssen wir ganz kurz hier, ne? Ein bisschen hin und her fliegen, Leute. Da packen wir aber schon. So, First Position, Second. So, und jetzt kann ich nämlich Folgendes machen. Und zwar gehen wir jetzt mal hin. Hier, das ist der Bambuslab. Okay, das sind alles Bambuslabs. Haben die auch oben Bambuslabs verbaut? Bambu Mosaik Slab, okay. //count. Bambu Slab. So, gibt's hier jemanden, der das mal aufschreiben kann? Ihr könnt das ja, ne, hier die Leute auf YouTube, ne, ihr könnt das... Ey, das sieht so scheiße aus. Das nimmt doch keiner ernst, Chat. So kann ich doch kein Video machen. Guck, wie scheiße das aussieht. Stell dir mal vor, Trimax guckt sich das Video an. Weil der sich denkt, ja, ich will jetzt sehen, was der G-Time, wie viele Blöcke der farmen will mit mir. Dann macht er mit seinen Zuschauern das Video an und die denken sich auch, was ist das denn für eine Scheiße? Junge, guck mal, wie ich aussehe. Das kannst du doch keinem zumuten. Bambu Mosaik Slab. 580. Ich sag euch, das macht mir am meisten Sorgen, diese Smooth Quarzblöcke. Bitte einmal jemand aufschreiben alles, ne? Bambu Slab 3142, Mosaik Slab 580. So, Smooth Quarz Count. Ich dreh durch. Da, also, das wird geisteskrank. Also der Quarz Grind, ey, diese Maske. Das triggert mich aus der Hölle, wenn ich in die Cam gucke mit dieser scheiß Maske. 16.000 Smooth Quartz? Wie sollen wir das denn? Da muss ich ja so viel traden. Holy shit. So, dann gucken wir mal. Dark Prismarine Slab. Eieieiei. 1971. Also ich sag mal, der Quarz, der sprengt ja alles im Moment, ne? So, dann brauchen wir noch Mangroven Slab. 8160. Goldblöcke. 585. Hatten die nicht was gesagt, dass hier auch Diamondblöcke verbaut sind? Ach du heiliger Strohsack. Warte mal. Prismarine Brick Slab. 2153. Das wird so gestört. Ach, hier bei den Bäumen haben sie die gesehen, ne? Die Diamondblöcke. Ich weiß nicht, ey. Meint ihr, Trimax macht das mit? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute, ob Trimax das hier mitmachen wird. Das darf der niemals erfahren. Wenn er das sieht, wie viel das ist, der wird sofort einknicken. Der zieht das nicht durch. Also ich werde das durchziehen, Leute. Ich sag's euch. Wenn Trimax die Farmen holt, dann bauen wir das Ding. Also der Quarz ist eigentlich das Schlimmste, aber da kümmere ich mich drum. Da muss sich nicht Trimax drum kümmern. Das ganze Quarz, das trade ich. Ey, das ist so scheiße mit dieser Maske. Das macht mich traurig. Das macht mich so traurig. Wenn die das von Level Up sehen, die denken auch, nee, mit so jemandem wollen wir keine Partnerschaft eingehen. Mit so einem geistig Gestörten. So, Kupfer. Count Wax Cut Copper Slab. 0. Oh, Oxid ist das. 863. Okay. 133. Also das Kupfer geht eigentlich. Das ist gar nicht so extrem viel, ne?
Also das Krasseste wird wirklich das Quarz, aber das besorge ich. So, und den Rest, da bin ich sehr zuversichtlich, dass Trimax das klären wird mit dem Dark Prismarine. Also wenn Max das mit dem Dark Prismarine macht und dem Bambus, dann kann ich den Rest eigentlich gut organisieren. Gold sowieso, Goldfarm, bam, ballern wir durch, dann ist das easy going. Quarzbricks sind hier auch noch verbaut. 1511! Ich dreh durch. Wir gucken mal, ob hier noch irgendwelche anderen Sachen sind. Quarzstairs sind keine drinne. Quarzblock auch nicht. Pillar 90. Ja, okay, geht. Also die Slaps, die ballern am meisten rein. Nee, Quarz Smooth war das, ne? 16.033 Smooth Quarz. Und dann auch nochmal 845 Slaps. Und 1058 Stairs. Also, der Quarz ist ja bodenlos. Genauso wie diese Scheißmaske. Dann gibt's eine neue Sorte mit Bambus-Zuckerrohrgeschmack. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Leute. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist das eine Kacke? Naja, auf jeden Fall, Leute, ist der Plan, dass wir jetzt hier dieses Tor bauen werden. Das wird das erste sein, was wir quasi in Craft Attack bauen. Ich richte mal eben hier mein Panda-Gesicht, damit das auch wieder ordentlich aussieht. So. Und danach werden wir weiter machen. Ich werde dann noch weitere Gebäude bauen, ja? Also, mein Plan ist auf jeden Fall, dass ich noch sowas hier in die Richtung bauen will. Irgendwie so Häuser, so asiatische. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich mir auch von der Lobby nochmal so ein bisschen den einen oder anderen Bauplan anfertigen. Ich weiß ja nicht, wir gucken mal, wie schnell wir das Tor über die Bühne kriegen, wenn dann die Farmen stehen. Ich weiß halt nicht, woraus die Tempel bestehen. Wenn die Tempel jetzt nicht zu geisteskrank sind, dann könnte man natürlich auch überlegen, ob wir noch so einen Tempel bauen. Ja, aber das Bauen ist nämlich nicht das Problem, wenn die Ressourcen vorhanden sind. Ich meine, der hier geht eigentlich, ne? Der ist halt hauptsächlich viel aus Deep Slate. Das kann man aber eigentlich sehr gut farmen. Ich weiß jetzt nicht, wie der hier ist. Ist der hier auch wieder mit Quarz ohne Ende? Ne, das sieht eher nach Diorit aus, ne? Das würde, glaube ich, Klim sehr triggern. Ja, aber die Dächer, okay, der wäre natürlich gut mit dem Dach, weil da viel Bambus drinne wieder ist, ne? Das Bauen geht eigentlich. Das Schlimme ist wirklich das Farmen von den ganzen Materialien. Das ist eher das Problem, ja? Da müssen wir mal, wie gesagt, schauen. Also ich denke mal, wenn wir dieses Tor haben, gucken wir mal, dass wir dahinter unsere Base bauen und ja, was man da so alles machen kann, müssen wir schauen, ne? Ich meine, ihr seht das ja auch hier, ne? Hier ist zum Beispiel noch so ein Dojo, ja? Wir haben hier sogar so ein Badehaus gebaut, ne? Das sieht auch richtig schick aus. Das braucht halt alles Unmengen an Kupfer. Das kann man natürlich dann beim Diamantengrinden nebenbei holen, ja? Hier ist so ein Leuchtturm. Also da gibt es mehr als genügend Gebäude, die wir bauen können. Oder hier, da ist halt richtig, richtig viel und da kann man auch viel draus machen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was wir noch bauen sollten. Oder was, ja, was ihr denkt, was wir auf jeden Fall benötigen. Ich werde dieses Jahr auch wieder ein Riesenlager bauen. Aber dieses Jahr werden wir im Lager keine Kisten größtenteils zum Zwischenlagern nutzen. Die werden als die Ausgabe genutzt, aber als Zwischenlager nutze ich nur Fässer. Weil Fässer sind besser als Kisten, weil die geben nicht so heftige FPS-Drops. Da können wir ein Riesenlager bauen und haben trotzdem richtig gute FPS. Da muss ich mir auch noch was überlegen, wie wir das mit dem Lager machen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch auf einen guten Stand gebracht habe. Wenn ja, lasst gerne Bewertung und Kommentar da. Nicht vergessen, 28. Oktober, 12 Uhr geht's los. Auf meinem Streamkanal twitch.tv/gtimetv, live von der LAN-Party mit Trimax, Rumatra, Sebo und Hugo. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil und wir haben große Pläne, wie ihr sehen könnt. Ne? Bis zum nächsten Mal, tschüss zusammen. Ich hasse euch so sehr, Chat. Ich hasse euch so sehr. Das ist so scheiße. Ich wollte ein ernsthaftes Craft Attack Vorbereitungsvideo machen. Ihr habt alles zerstört, Chat. Keiner wird das Video ernst nehmen, indem ich jetzt mit so einer scheiß Gesichtsmaske zeigen muss, was ich vorhabe.